Jedes Jahr am 31. Oktober ziehen große und kleine Gruselfans durch die Straßen auf der Suche nach Süßem. Die fröhliche Halloween-Party im Anschluss ist ein Muss. Für köstliches Gruseln am Halloween-Buffet verwandeln wir die Festtagstorte Schokoladensahne aus der Konditorei Koppenrad und Wiese in eine krabbelige Spinnentorte. Das perfekte Tortenstyling für deine Halloween-Party. Für die Halloween-Torte im Spinnenlook benötigst du ca. 10 Zuckerdekoraugen, einige Rumkugeln, ein Block Schokoladenkuvertüre, ca. 500 ml Konditorsahne, eine Cake-Pop-Spinne, einmal Festtagstorte Schokoladensahne aus der Konditorei Koppenrad und Wiese. Lass die Torte zuerst leicht antauen, so lässt sie sich im Anschluss besser verarbeiten. Damit das Spinnennetz perfekt zur Geltung kommt, wird die Torte rundherum mit Sahne eingestrichen. Eine gute Standfestigkeit bietet 55%ige Konditorsahne. Schlage die Sahne steif und beginne mit dem Einstreichen auf der Oberseite der Torte. Mit Hilfe einer Streichpalette kannst du die Sahne gleichmäßig verteilen. Anschließend streichst du die Torte rundherum ein. Das Spinnennetz wird aus Schokoladenkuvertüre auf die Torte gespritzt. Lass die Kuvertüre über einem heißen Wasserbad schmelzen und fülle sie in einen Einwegspritz- oder Gefrierbeutel. Die Schokocreme lässt sich am besten weiterverarbeiten, wenn sie leicht abgekühlt und somit zähflüssiger ist. Spritze nun ein großes Spinnennetz über die gesamte Oberseite der Torte. Beginne mit schneckenartigen Kreisen und spritze dann Streifen von der Mitte ausgehend bis zum Tortenrand. Halbiere die Rumkugeln. So werden aus ihnen kleine, schaurige Spinnenkörper. Die Zuckeraugen fixierst du mit etwas geschmolzener Kuvertüre an den Halbkugeln. Setze die Spinnenkörper seitlich auf den Tortenrand und drücke sie leicht an. Die Spinnenbeinchen werden mit der noch übrigen geschmolzenen Kuvertüre gespritzt. Ziehe vom Spinnenkörper ausgehend feine Linien, sodass sie wie Beine aussehen. Nun hast du es fast geschafft. Der absolute Hingucker ist die Cake-Pop-Spinne, die mittig auf dem Schokonetz platziert wird. Dieses Krabbeltier haben wir aus einem Cafeteria-Minis-Sahne-Windbeutel der Konditorei Koppenrad und Wiese gezaubert. Einfach einen Windbeutel mit geschmolzener Kuvertüre überziehen und mit Zuckeraugen verzieren. Die Spinnenbeine wurden mit geschmolzener Kuvertüre auf Backpapier gespritzt. Abkühlen lassen und an den Spinnenkörper setzen. Köstliches Gruseln mit unserer Spinnentorte. Happy Halloween!